Am 2. und 3. November präsentiert das Theater Tonne in Reutlingen das 21. Internationale Tanztheater. Die Auswahl des Programms war über eine Ausschreibung gelaufen. Aus den zahlreichen Bewerbern wurden dann 3 ausgewählt, um ein interessantes und abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu stellen. Die 3 Stücke werden an beiden Tagen aufgeführt. Jaron Schamir, der bereits öfters mit dem Theater Tonne zusammengearbeitet hat, entwickelte das erste Stück Farvel, die Kraft des Abschieds in Reutlingen. Es wird beim 21. Internationalen Tanztheater uraufgeführt. Dabei gibt es eine Besonderheit. Während des Tanzens trage ich einen Gürtel, an dem Gewichte mit jeweils 4 Kilo hängen. Das sind insgesamt 32 Kilo, die mit meinem Körper verbunden sind. Und während der Performance nehme ich diesen Gürtel ab und ziehe ihn wieder an. Und diese Gewichte sind mit Drahtseilen an dem Gürtel befestigt. Das kann schon ein bisschen angsteinflößend sein. Das 2. Stück Tom Waits, Tom wartet, ist eine Kooperation mit dem Stadthaus Ulm. In dem Stück dreht es sich zum einen um Tom Waits als Figur, aber auch um die tieferen Assoziationen des Themas Warten. Worauf wartet man im Leben? Was ist das Ziel im Leben? Diese Emotionen werden künstlerisch von den 6 Tänzern dargestellt. Und das 3. Stück ist ein Duo, also Frau und Mann, von Jotam Pellet. Also er selbst tanzt zusammen mit der Tänzerin Muriel Welling. Thema Partnerbeziehung, beziehungsweise, also das Stück heißt Home Alone und ist die Frage, wie weit bin ich individuell oder wie weit gebe ich mich in einer Partnerschaft hin, und es ist ein sehr, sehr interessantes, witziges, ironisches Stück auch so zum Teil. Ein Ticket für einen Abend, an dem alle 3 Stücke aufgeführt werden, kostet regulär 28 Euro, ermäßigt 19 Euro.